Als Michael Jordan aus seiner Baseballpause 1995 zurück in die NBA kam, trug er die Nummer 45, nicht die Nummer 23 wie sonst immer. Das war ziemlich seltsam. Aber wisst ihr, was noch seltsamer war? Die Zeit, als Jordan die Nummer 12 trug. Der Vorfall ereignete sich am Valentinstag 1990. Die Bulls waren in Orlando, um gegen die Magics anzutreten. Es war ein ganz normales Spiel, eine Stunde bevor dem Tip-Off, als sich ein unbekannter Dieb in den Lockerroom der Bulls einschlich und das Jordan-Trikot stahl. Und das war ein Riesenproblem, denn die Bulls hatten nicht ein einziges Reserve-Jersey dabei. Die letzte Chance bestand darin, jemanden unter den Fans zu finden, der ein passendes Jersey von Jordan hatte, das ihm auch passen würde. Doch es fand sich nicht ein einziger. Daraufhin musste der Bulls-Manager ein Notfalltrikot produzieren. Auf dem Trikot war kein Name, nur die Nummer 12. Jordan hat das Jersey gerockt. Er hatte ein Game-High von 49 Punkten. So gesehen hat die Nummer 23 die Saison ein Spiel verpasst. Ja, Jordan hat es nicht.